Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen oder auch ÖRR1. Organisatorisches habe ich heute nichts. Vielleicht eine Kleinigkeit. Ich habe ja am Dienstag schon darauf hingewiesen, dass ich auf Moodle eine Zwischenevaluation eingerichtet habe. Und ich würde Sie bitten, möglichst zahlreich daran teilzunehmen, denn nur wenn ich weiß, was Ihnen gefällt und nicht gefällt, kann ich versuchen, noch während des Semesters Änderungen vorzunehmen. Sie haben noch bis einschließlich nächste Woche Dienstag Zeit, etwas in der Zwischenevaluation einzutragen. Insbesondere können Sie eintragen, was für Verbesserungsvorschläge Sie haben oder was Ihnen besonders gut gefällt. Ja. Machen wir heute weiter mit entworfenen Institutionen. Letztes Mal ging es um Hidden Action. Heute geht es um Hidden Information. Wir sind immer noch beim Thema der ökonomischen Analyse von Verträgen. Sind aber gleichzeitig in einer neuen Kapitelüberschrift entworfene Institutionen, weil es hier eben auch um Institutionen geht, die von Menschen geschaffen werden, nämlich Vertragsklauseln oder ganz grob Verträge. Von daher haben wir jetzt quasi eine doppelte Überschrift. Und heute geht es um Hidden Information, also wie kann der Prinzipal Anreize in Verträgen setzen, sodass die Agenten ihre eigenen Qualitäten offenbaren. Und da werden wir uns zwei Möglichkeiten anschauen. Das eine heißt Screening, das andere heißt Signaling. Worum geht es hier überhaupt? Das Grundproblem ist, dass der Agent Informationen hat, sei es über sich oder seine Ware, die dem Prinzipal fehlen. Es geht also immer noch um eine Art der Informationsasymmetrie. Der Prinzipal weiß typischerweise einiges über den Agenten, aber eben nicht alles, was er wissen muss, um eine gewinnmaximierende Entscheidung treffen zu können. Denken Sie zum Beispiel an die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Bewerber. Der Arbeitgeber weiß nicht, wie motiviert, wie engagiert, wie leistungsfähig der Bewerber in Wirklichkeit ist. Aber der Arbeitgeber kann versuchen, aus dem, was er weiß, Rückschlüsse über das zu ziehen, was er nicht weiß. Okay? Das kann so aussehen, dass die Agenten zum Beispiel signalisieren, wie gut sie sind, über einen Hochschulabschluss. Mit dem Hochschulabschluss signalisiert der Bewerber dann, dass er sich zum Beispiel schnell mit schwierigen Problemen einarbeiten kann. Nicht unbedingt, dass er produktiver ist als jemand anderes. Und auf ökonomisch nennen wir das Signaling. Das wäre die eine Lösungsmöglichkeit für Hidden Information. Eine andere Möglichkeit wäre das sogenannte Screening, wobei der Prinzipal verschiedene Verträge zur Auswahl stellt, so eine Art Vertragsmenü, die so gestaltet sind, dass die Agenten Anreize haben, wahrheitsgemäß ihre Informationen preiszugeben. Okay, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und am Ende werden wir sehen, dass diese Modelle zum Beispiel eine ökonomische Erklärung für Diskriminierung geben können. Keine Rechtfertigung, sondern einfach nur eine Erklärung. Aber dazu kommen wir erst ganz am Ende. Steigen wir jetzt erstmal in die Modellierung von Screening ein. Ausgangspunkt ist ein einfaches Modell mit zwei verschiedenen Typen von Agenten. Für beide nehmen wir an, dass sie risikoneutral sind. Wir können also wieder eine ganz einfache lineare Nutzenfunktion annehmen. Wir nehmen an, beide haben denselben Reservationslohn, W0, und den setzen wir einfach auf 0. Das macht die ganze Rechnerei viel einfacher. Und wie unterscheiden sich die beiden Typen von Agenten? Naja, wir haben einmal den Typ H, den High Type. Der braucht für zusätzlichen Output relativ wenig zusätzliche Anstrengung. Und mathematisch ist es gegeben durch den Ausdruck
EH von Q. Also die Anstrengung, die dieser Typ H-Agent leisten muss, um einen bestimmten Output Q zu produzieren. Dagegen braucht der Typ L, also der Low-Type-Agent, für zusätzlichen Output mehr zusätzliche Anstrengung. Wieder gegeben durch die Funktion E, aber diesmal EL von Q. Und der Unterschied zwischen den beiden Typen, den Unterschied sehen wir dann per Annahme in den Ableitungen der Funktion. Denn was ich eben gesagt habe, der Unterschied bezieht sich auf die zusätzliche Anstrengung von zusätzlichem Output. Und das drücken wir eben in Ableitungen aus, in den ersten Ableitungen. Der zusätzliche Aufwand für mehr Output ist bei den Typ L-Agenten immer höher als bei den Typ H-Agenten. Ne? Das sehen wir hier. Und e, das heißt einfach EL' von einer Menge Q ist immer höher als EH' von der gleichen Menge Q. Ne? Das bezieht sich immer auf die gleiche Outputmenge. Noch eine Annahme, die wir treffen, für einen Output von 0 brauchen beide Typen genau die Anstrengung 0. Das macht es uns einfach einfacher, das macht es uns viel einfacher, das erstens zu zeichnen und zeichnen und auch zu sehen, wie die funktionale Form hier sein wird. Schauen wir uns das also grafisch an. Diese rote Funktion hier ist die Anstrengung der H-Typen in Abhängigkeit des produzierten Output. Wir sehen, die Funktion ist konvex, das heißt, zusätzlicher Output wird immer anstrengender. Macht Sinn, je mehr wir schon produziert haben, desto anstrengender wird es noch ein bisschen mehr zu produzieren. Und diese Anstrengung können wir einfach mal vergleichen mit dem Output, der rauskommt, der hier durch diese Gerade gekennzeichnet ist. Und wir können das vergleichen, also immer den Abstand zwischen der Q-Funktion und der E-Funktion anschauen. Und die Differenz, die hier eingetragen ist, möchten wir als Zielgröße maximieren. Das ist Q minus E von Q. Die Agenten sollen also so eingesetzt werden, effizienterweise, dass sie netto am meisten leisten. Netto, weil Q der Brutto-Output ist. Und an der Stelle, die ich hier eingezeichnet habe, an dieser Stelle Q-Stern-H, wäre das Maximum in dieser Grafik erreicht. Und zwar für die H-Typen, ne? für die produktiven Typen. Das können wir vergleichen mit dem L-Typ. Auch für den können wir die E-Funktion eintragen. Allerdings liegt die nach links verschoben. Woher wissen wir, dass das so aussehen muss? Naja, wir haben angenommen, die Steigung der E-Funktion für die L-Typen ist immer größer als für den H-Typen, und zwar für eine gegebene Menge Q. Das heißt, egal welche Stelle Q wir uns anschauen, muss die Steigung hier für die L-Typen steiler sein als für die H-Typen. Ne? Und das ist genau dadurch gegeben, dass wir hier die grüne Funktion immer überhalb der roten Funktion haben. Und warum ist das immer gegeben? Naja, weil wir angenommen haben, dass der Aufwand einer Menge 0 für beide Typen 0 ist. Das heißt, beide Funktionen fangen am gleichen Punkt an. Und wir wissen aber, ab da, rechts von da, ist die Steigung der grünen Funktion immer höher, also muss die grüne Funktion auch vom Niveau her immer höher sein. Okay? Ganz praktisch diese Annahme. Und auch für die L-Typ-Agenten soll effizienterweise die Differenz zwischen Output und Aufwand maximiert werden. Und das ist an dieser Stelle der Fall. Da hätten wir dann QL-Stern, ne? Also die optimale Menge, die optimale Output-Menge, die der L-Typ von Agent erbringen sollte. So, wenn der Prinzipal den Typ
jedes Agenten direkt beobachten könnte, wenn also bei jedem Agent auf der Stirn geschrieben stünde, entweder H-Typ oder L-Typ, dann würde der Prinzipal sagen, die H-Typen sollen QH produzieren und erhalten dafür den Lohn, der sie gerade mitmachen lässt, also den Reservationslohn plus Aufwand. Und wenn der H-Typ weniger als QH produziert, kriegt er gar keinen Lohn. Mit so einem Vertrag würde der Prinzipal sein Gewinn maximieren und entsprechend würde der Prinzipal vom L-Typ-Agenten den Output QL verlangen und den Lohn anbieten, bei dem der L-Typ-Agent gerade mitmacht, also wieder Reservationslohn plus Aufwand. Und das wäre die sogenannte First-Best-Lösung bei symmetrischer Information. So, wie Sie vielleicht schon vermuten, ist die First-Best-Lösung typischerweise nicht erreichbar. Wir haben ja nicht symmetrische Informationen.